kann ja nicht immer Sieger sein. Man muss auch mal Niederlagen eingestehen in seinem Leben. Ja? Nein, Adi, ja. Ich klipp mich mal einfach durch. Weil ich weiß, wo es hier weitergeht. Pap, wo ist denn In Hayabuzi machen. Wie wäre das denn? Oder ist hier? Ne, hier war das Geld drin, ne? Ich will doch nur schlafen. Jungs, ihr geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Ne, da habe ich jetzt nichts gefunden, weil ich mal wieder zu blöd war, ein Loch in den Schnee zu schiffen. Ja, ja. Na ja, moin. Ding, 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 utz, 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 ding, 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 utz, utz, ding, utz, ding, utz, ding, ding, utz, ding, utz. Ey, das macht alles keinen Sinn. Hier ist in der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ach ja, das war ja die Reggae-Geschichte. Für die harten Kiffer, ihr. Was hatte ich gesagt? Reggae-Musik ist normale Musik in langsamer, damit die Kiffer mitkommen? Ja, ich glaube, das kann man so als Theorie im Raum stehen lassen. Ja, das ist der neue Grund. Jod. Jetzt surfen wir mal wieder über die Suppe hier. Oh Gott! Oh, bin ich ja schon wieder so müde. Es ist doch gerade mal... Jetzt ist hier ein Schleim, ne? Da hätte ich ja... Diese Map ist aus Lisk geklaut. Was ist denn Lisk? Lol, ich sehe Kühe. Das ist ja fast das gleiche wie das hier. Sieht aber schön aus. Ein Stein. Hör, da ist ein Stein vor dem Schiff. Da ist sicher auch noch ein Loch im Stein. Was ist das, soll das wohl? Oh Gott. Was musste ich denn hier nochmal machen? Ich weiß halt noch. Hier ist in der Lisk-Map da irgendwie was. Ach, guck mal, hier geht's links lang. Das sieht ja schön aus hier. Ist ja direkt schick. Wo ist denn hier ein Stein? Ah! Magic! Ach so. Was steht hier denn? Hotelhöhle, zurzeit geschlossen. Liegt wahrscheinlich an dem geringen Durchgangsverkehr. Ist vielleicht nur eine kleine These von mir, aber... Ich glaube, die hat Hand und Fuß. So, hier ist eigentlich eine Leiter, aber da kommen wir gerade noch nicht hoch, weil geschlossen ist. Das habt ihr nicht zugehört oder was? Warte mal, wie komme ich denn hier irgendwie? Ach, warte, das ist ja hier. Pass auf, das ist Trick 17. Da muss ich hinter dem Schild her. Ho, ho, ho. Ja, 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 ja. So. Bin aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich... Ah, guck mal, einen Schalter umgelegt. Ich mach doch nicht Klick und da sagt keiner was, wie zum Beispiel Schalter umgelegt. Hat alles geklappt. 10 Geld gefunden, wow. Wow, 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 wow. Was hier? Hallo? Gut. Keine Energie. Energie wird benötigt. Energie, wir brauchen Energie, Mann. Zu wenig Energie. Ja, ohne Energie gewinnen wir hier keinen Blumentopf, deswegen müssen wir da mal ganz kurz den Hebel, haben wir ja schon gezogen, aber ich glaube, hier ist das Notstromaggregat, da können wir mal den Hahn dran anschließen, dann geht das wieder. Ach, guck mal einer an. Hallo, es tut mir leid, mein Hotel ist zurzeit geschlossen. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch am großen Stein gerne ausruhen. Ihr könnt euch gerne vor den Stein legen. Das Hotel war mal recht beliebt, dann kamen die Kobolde mit ihren Kellerfliegen aus der Oberwelt, seitdem ist hier nichts mehr los. Die Gäste fürchten sich und ich schaffe es nicht, sie zu vertreiben. Dazu kommt noch, dass mir die Energie ausgeht. Ist ja alles schön und gut und wir würden dir natürlich gerne helfen, aber wir haben selber Probleme. Wir versuchen herauszufinden, wieso hier alles vergessen wird. Okay, machen wir einen Deal. Wenn ihr weiter wollt, müsst ihr zur Insel. Der einzige Weg dorthin ist ein Schiff. Und das gehört mir. Wir könnten dich ja einfach überrumpeln und die Schiffsschlüssel abnehmen. Davon habt ihr ja nichts. Die Schlüssel befinden sich in dem Raum hinter mir. Man kann aber nicht rein, da die Energie fehlt, um die Türen zu öffnen. Und was müssen wir dann tun? Es ist ganz einfach. Es gibt mehrere Energiestationen. Große blaue Steine. Die müssen einfach aktiviert werden. Ihr müsst mindestens den großen Saal finden. Dort sind die drei wichtigsten Stationen. Allerdings werden diese von Kobolden bewacht. Ach,
Das ist kein Problem. Nee, so hatte ich den nicht. So hatte ich den früher. Das ist kein Problem. Das schaffen wir schon. Ihr müsst es nicht tun, aber zumindest endet dann euer Weg hier. Ich verwende die Restenergie, um das Haupttor zu öffnen. Viel Glück. Das ist aber jetzt ganz schön dunkel hier, ne? Es ist schon ziemlich dunkel. Um nicht zu sagen ultra dunkel. Vielleicht auch heftig. So, jetzt müssen wir einmal nochmal hier durchlaufen. Oh, das ist so schön. Das passt gar nicht in den Rest des Spiels. Tut mir leid, Kenny, aber das ist... hast du wahrscheinlich auch beabsichtigt. Ja. Gut. Und dann diese malerische Musik. Fehlen nur noch ein paar Schmetterlinge, die hier so rumfliegen. Aber die hier bitte nicht. So. Hallo. Da ist ein Stein vor dem Schiff. Auch noch ein Lohnstein. Was das wohl soll? Warte mal. Jetzt bin ich ja gerade überfragt. Ach so, ich muss das da drin machen. Da in der Mitte. Ja. Das ist auch mit einer halben Sekunde Nachdenken, hätte ich das wahrscheinlich auch selber hingekriegt. Na, voll, machen wir nicht. Ne, nur Ziel vor Augen. Machen wir sonst nichts hier. Kriege ich das eigentlich hin, durch die anderen Türen zu kommen hier? Moin. Nee. Energie weg. Wurst weg. Wie soll denn der Wurstblinker funktionieren, wenn du keine Energie hast? Das geht doch gar nicht, wenn denn. Überleg doch mal. Aber der ist ja variabel. Oh Gott, ja. Auf sowas habe ich ja jetzt 100.000 Lustpunkte. Das glaubst du gar nicht. Ach, schau mal einer an. Oh, der dumme Schleim ist wieder da. Ihr könnt bei mir ein paar Dinge einkaufen, speichern, einkaufen. Speichern könnt ihr bei dem Ding neben dir. Ach, das ist ja fancy. Wusste ich ja noch gar nicht. Was ist hier oben? Wahrscheinlich nichts. Hier sind überall diese roten Kobolde. Oh, das sieht wichtig aus. Moin! Bist der Digge hier? Oberarsch greife ich an, mit seiner Killerfliegen-Gang. Die sind alle voll Koma. Los! Ich glaube, das ist langsam nicht mehr damit getan. Moin! Hahn geht flöten. Ja, ich glaube, wir müssen nach diesem Kampf hier einfach nochmal schummeln. So schade das auch ist. Ich meine, ich mach's ja gerne, aber das ist ja, ein RPG. Ich habe jetzt keine Lust, 100 Jahre zu leveln hier. Ist, glaube ich, so eine kleine, so eine Gretchenlösung, mit der ihr selber zu... es geht. Und damit kommen wir aus. Nee. Die kotzen mich ja alle an, das ist voll ekelig. Scharf wenig. Ja, will ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch nicht. Ja, klasse. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal die Killerfliegen hier weg. Killerfliege. Nicht Killerfliege. Das sind ja die dem Schaf immer um den Schwanz, über den hinten, gekräuselt sind. Ich weiß nicht schon, dass du die nervig findest. So, jetzt werde ich zumindest nicht mehr so oft angegriffen. Und aber auf den Oberarsch. Der Oberarsch, ey. Der ist der Oberaffe hier. Der mit seinem dicken Keulenhammer da. Der ist gefährlich. Oberarsch ist tot. Quellwasser erhalten. Und Schaf auf Level 4. Boah, jetzt sind wir ja direkt heftig. Energy. Also, Kinder, ich fliege jetzt mal eben hier zum Stein. Speicher. Und dann geht's hier mal los. Aber ich kenne die ja gar nicht gerade. Ja. Create Curve. Wie geht das denn? Level 1 Cost. Ding. Siehst du mal, so geht das viel einfacher. Oh. Zack. Help. Nein. Warum kann ich keine Hilfe von diesem Programm erhalten? Das ist eine gute Frage. 900. Ach, guck mal einer an. Nee, das muss hier. Nee. Ach, das ist ja so ein Harten, ne? Guck mal. Das ist hier echt ein Harten. Ja, das mögt ihr doch, ne? Dass ich hier die ganze Zeit meint. Also blöd kann er gerne bleiben. Das ist... Also da habe ich kein Problem mit. Das kann.
Ich meine, das ist ja Kuscheldraht. Er hat ja selber vergessen, wie der heißt und all so ein Blödsinn. Da müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre das ein ganz schlauer. Nee. Ich glaube, damit würden wir ihm auch Unrecht tun, in irgendeiner Art und Weise. Ist er nämlich nicht. Das wäre ja dann... wäre ja nicht cool. Um es mal ganz salopp und einfach auszudrücken. Jo. Und Schaf ist natürlich jetzt der Oberaffe hier, der kann alles. Oh, meh. Okay, sind die Leute wieder tot? Ja, die sind natürlich tot. Einkaufen. Anti-MKS. Aber nur einmal. Scheiße, dann muss ich euch erstmal verhauen hier. Moin. Vielleicht gibt's ja dann ein bisschen Geld. Super toller Kobold, ne? Moin. Ja, das ist doch gleich mal wieder eine ganz andere Hausnummer hier. Zack. Weg mit euch. Kabum. Und Geld gab's. Einkaufen. Nee. Ich mag dieses Mäh irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ach, das ist ja gar nichts. Jo. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier den Hebel ziehen. Ach, guck mal, da sind ja wieder die drei. Guck mal, Jungs. Drei super tolle Kobolde. Boom. Zwei. Und weg. Wie jetzt nicht? Was ist denn los, Hahn? Wie will nicht? Hat's gesehen? Er wollte nicht. Wieso will er denn auf einmal nicht mehr? Das macht doch gar keinen Sinn. Der muss doch wollen. Müssen nur wollen. So, das war der zweite. Und der Einfachheit halber. Ich bin das super scharf. Ich kann durch die Wand fliegen. Ha. Super toller Koboldgreifer. Wieso sind hier nur zwei? Ja, die sind mutig. Das sind eigentlich die Stärksten. Deswegen haben sie gesagt, ja, stell hier nicht so viele davon hin. So, jetzt haben wir alle drei aktiviert, ne? Das heißt, wir können jetzt theoretisch mit dem Schiff fahren, wahrscheinlich. Ja, ich denke mal schon. Leute, ich find's immer noch so klasse, dass ich dieses Spiel gefunden habe. Wir können auch jetzt hier rein. Hallo. Und hier ist natürlich wieder... Oh Gott. Das ist ja nicht euer Ernst jetzt, ne? Eins, zwei, drei. Und jetzt noch einmal schön die Lottozahlen. Und nochmal. Nee. Wir haben gewonnen. Stein aktiviert. Uiuiuiuiui. Der Wahnsinn. Und hier auch nochmal. Oh Gott. Stehen sie da in Reihe und Glied. Das heißt, wir können die alle so nacheinander runterschmeißen. Das ist wie bei Jedi Knight 3, diese komische Mission, wo man da auf diese Bahn da fährt. Beste Mission von allen. Ich habe vorher mal so lange gespielt, bis ich da den besseren Machtgriff hatte. Also diesen Würgegriff und die dann einfach mal nur runtergeschmissen. Das war das Beste, was man jemals in einem Videospiel hätte einbauen können. Beste Mission. Auf der ganzen Welt. Ach moin. Ach ja, noch mehr davon. Komm, das ist ja voll die Plage hier, ne? Warum machen die denn nichts? Das ist doch ein Hotel. Meine Güte. So viel Fliegen in einem Hotel zu haben, zeugt ja nicht von Hygiene jetzt hier, ne? Das ist ja schon irgendwie eklig, dann finde ich jetzt. Sowas muss man nicht unbedingt machen. Komm, wer will hier nicht? Ich will auch nicht. So, fertig machen hier. Haus um, Haus um. Stein aktiviert. Der Wahnsinn. Jetzt haben wir alle Steine aktiviert, ne? Guck mal, wie das Schaf jetzt blinkt. Die Hörner ist. Ach du Scheiße.